Willkommen zurück zu Letzte Schleich hier. Das wäre wohl die Not. Was Notstrom. Ach, sieh die schöne Sonne, aber ach, da müssen wir mal kurz rauf. Ja, sobald ich da was mache, kommt das Alien. Ja gut, wir müssen jetzt hier. Sieht aber schon schön aus. Schön gemacht. Und da fliegen Frackteile rum. Gut. Und Gas. Und nochmal Gas. Achso, der Notstrom wird aktiviert. Oh, nee, shit. Da werden halt auch unsere Freunde aktiviert, so wie ich das sehe. Leiten, ja, okay. Das heißt, wir haben gleich drei Freunde. Wir haben die Menschen, wir haben die Androiden und wir haben das Alien. Okay. Wir hören es ja auch hier irgendwo rumrennen. Komm, gib Gas. Und nochmal. Schönes Ding. Ja. Uns auf dieser Reise anschließen. Das sind natürlich unsere nächsten. Wo ist er hin? Oh oh. Merkwürdig. Folgen Sie mir bitte. Wow. Man glaubt's ja kaum. Am besten genau da, wo das Alien langlegt. Zum Glück haben wir ja das hier gesehen. Aber das ist hier Alien-Gebiet. Okay, wir sind wieder hier. Das war dumm. Scheiße.
was ja der nächste Freund, den wir haben. Na gut, gehen wir außen rum. Wenn wir das können. Nee. Nee, wir müssen doch da lang. Tja, hilft alles nichts. Herr von und zu. Da ist das kleine Drecksvieh. Und da müssen wir auch hin. Also das war, keine Ahnung warum, aber das war gerade Riesenglück. Mehr Glück als Verstand. Und dann nehmen wir die Abkürzung hier durch. Okay. Oh. Das war mehr Glück. Noch mehr Glück als Verstand. So, der Weg ist gut. Links runter oder wieder raus, da speichern und dann dahin. Wie seht ihr das? Ich glaube, lieber dahin, ha? Mehr Glück als Verstand. Ich da noch rauskommen. Okay. Zum Glück hat das kein Geräusch verursacht. Ich bin einfach mitten durchgegleitet. Und Herold Alien ist irgendwo anders, nur nicht da, wo wir ihn gerade nicht gebrauchen können. So. Raus und rechts runter. Es tut mir auch leid, es ist ja ein Adliger, es ist Herold Fun Alien. Das hätte auch schief gehen können. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Unser Master auf Elektroschock ist fort, okay. Thank you.
Boah. Die. Es geht. Ah, okay. War das jetzt klug? Nee. Ah, verstehe. Halt, da war doch was. Okay. Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten. Solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand scheint genaueres zu wissen. Doktor, wenn auf Sevastopol eine Gefährdung der öffentlichen Gesundheit vorliegt, müssen die Menschen davon in Kenntnis gesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keinerlei Firmenzugehörigkeit. Ich interessiere mich für jegliche Stellungnahme, die Sie mir geben können. Was? Hä? Wieso bin ich gestorben? Ach so, weil da, ich hätte entkommen müssen, oder was? Ich hab's nicht gerafft. Warum bin ich jetzt tot? Habt ihr das verstanden? War ich zu lang da drin, oder was? Kann's halt nicht sein. Sobald die einen da sind, ist das Alien nicht da. Herold van Alien. So ein bisschen doof. Super, das Gerät. Das kommt ziemlich schnell zum Alter. Ich kann nicht glauben, dass die Arsche mich rausgeschmissen haben. So, super. Super, wie ich dem Ganzen wieder entkomme. So. Gut, ja, jetzt muss ich entkommen. Aufstehen. Nehm alles, lass nichts. Okay, die Julia Johnson, die gerne behilflich ist. Das ist. Ihre Erfahrungen auf der Station bereit. Bezüglich begrenzter medizinischer Mittel, psychologischer Auswirkungen der Situation im Weltraum auf Patienten, solche Dinge. Aber im Ernst, Doktor, ich habe gehört, dass es vor kurzem zu einem Vorfall auf der Krankenstation kam. Niemand genaueres zu wissen. Doktor. Scheiße, wo muss ich denn lang? Der öffentlichen Gesundheit vorliegen. Menschen davon in Kenntnis
eingesetzt werden. Ich arbeite unabhängig und unparteiisch. Ich habe keine Leistung. Sehe ich auf dem Boden nicht, ha? Ich entdecke die Stellungnahme, die Sie mir geben können. Ich erwarte Ihren Anruf. Keine Ahnung, ich werde verrecken. Jetzt weiß ich auch warum. Ist da keine Notentriegelung, irgend sowas? Nee. Ich ersticke weiterhin. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Scheiße. Tod. Tod und Gedärm. Ich weiß nicht, wo lang. Sorry, Leute. Wenn Sie das Elend reagieren sehen oder hören, hat es Sie womöglich entdeckt. Ja, danke. Ja, das Zusammenbasten von Gegenständen, ja, auch klar. Empfang der Krankenstation. Der Empfang der Krankenstation ist das. Und da ist die Bombe. Ich weiß nicht, wo lang. Wenn ich jetzt wieder verrecke. Das sind auch Kameras. Sieht man beim zweiten Mal gucken ein bisschen besser. Da hat uns irgendjemand. Ja, das heißt, geholfen worden, dass 4 bisher. Eine der Bomben ist nicht explodiert, wie wir da gerade sehen. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Erstmal auf dem Weg. So, was wollt das? Rümüngard, mein Name ist Julia Jones. Ich bin Journalistin und berichte über die Stilllegung der Sevastopol. Ich hatte gehofft, Sie wären da ist auch nichts. Bezüglich Ihrer Erfahrungen. Die Rezeption, die ist hier extra markiert. So, hier. Irgendwas, wer sehe ich was? Wahrscheinlich. Komm hoch. Hoch. Schaffen wir das? Schaffen wir das? Kurz vor Tod. Hoch mit dir. Und eh. Komm, du schaffst das. Replay. Los. Für was für einen Preis.
So, erstmal Medikit reinhauen. Oh oh, hier passiert doch gleich wieder was. So, jetzt hat auf jeden Fall das unser Herald von Alien ein bisschen was abbekommen. Nicht zu viel mit der Taschenlampe rumfuchteln. So. Was haben wir da? Subkutane Impfpistole. Naja, okay. Haben wir es geschafft. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und wir sind dem Alien entkommen. Gerade so haben anscheinend jemand, hilft er uns oder auch nicht, keine Ahnung, war das ein Bewegungsmelder mit den Kameras und die Explosion, die da stattgefunden hat. Und was ich ein bisschen schade finde, ist, dass das Alien nicht die anderen Leute angegriffen hat. Dass es da nicht aufgetaucht ist und sich die da mal geschnappt hätte, das hätte man machen können. Naja, egal. Auf jeden Fall sehen wir uns in der nächsten Folge und bis dahin macht's gut und ciao.